Let's play Far Cry 5. Ja, Peaches Tierpräparation, da sind wir. Tierpräparat, ja doch, Präparation, ja. Da sind wir. Und dann kann man, glaube ich, mit Marble labern. Wenn ich eine Ahnung habe, wie ich hier runterkomme. So, sie labert eh schon. Peaches, Peaches, wo bist du denn? Ja, ja, ja. Ich bin schon da, ich helfe schon. Hilfe hat auch lange genug gedauert. Ja, ja. Diese elenden Dreckskerle haben mein Haus überfallen und wollten meine Peaches ermorden. Jetzt ist sie losgerannt, um Rache zu nehmen. So wie ich sie kenne, wird sie die Sekten-Hippies ordentlich durchkauen. Wahrscheinlich lungert sie auf dem Campingplatz herum. Es riecht nach Achselschweiß und Fertigfleisch. Also sind diese Versager von Eden's Gate sicher nicht weit. Jetzt mach schon und finde sie. Und denk dran, Leckerlis mitzunehmen. Sie ist wie diese Drapmentussi vom Yachthafen. Für eine Belohnung folgt sie dir überall hin. Jetzt hol mir mein Kätzchen zurück. Kriegen wir hin. Okay, Leckerli war zuerst. Mal gucken, wie sehe ich aus. Ah, gleich wie immer. Gibt es hier irgendwas zu holen, außer irgendein Zettel, was kein Schwein juckt? Ah, das ist so. Und irgendwas. Heim Engel, jetzt ist es doch passiert. Gestern Nacht ist Nudel im Schlaf gestorben. Ich kann mir mein Haus gar nicht vorstellen, ohne dass dieses große, dumme Baby irgendwo voll rumliegt. Falls möglich, würde ich Nudel gern bei mir behalten. Ich kann dir seine Lieblingskletterstange schicken, damit du ihn darauf anbringen kannst. Und vielleicht kannst du eine Maus in seinen Maul tun. Das war sein Lieblingssnack. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Schlange ausgestopft hast. Schau bei mir vorbei und hol ihn ab, wenn du Zeit hast. Also das ist jetzt schon ein gutes Beispiel gewesen, dass Tierpräparation auch was Gutes sein kann. Also ich war eigentlich immer so, weiß ich nicht, ist ja voll creepy und voll komisch, die toten Tiere auszustopfen und so bla bla, aber für ein paar Menschen, also so wie für die Keule, why not? Aber okay, das soll jetzt nicht unser Thema sein. Unser Thema ist jetzt Peaches zurückzuholen. Und das kriegen wir so hin. Zack. Okay, das nahe Lager, um Peaches zu finden. Ja, da gehen wir aber gleich zu Fuß, weil wir müssen zu Fuß auch zurück. So, Köder noch. Ist das jetzt gleich der Köder für Peaches oder ist das jetzt überhaupt noch ein Standardköder? Okay, wir sind richtig. Denn hier sieht man schon, hier ist Blut. Und das ist nicht Peaches Blut. Nee, 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 nee. Ja, und das ist auch schon eine Leiche von einem Arschkrampenkopf. Eden's Gate hat einen neuen Feind, den Puma. Diese abscheulichen Bestien haben einige beliebte Diener des Vaters angegriffen. Also wenn du irgendwelche Pumas siehst, tötest du. Ja. Könnt ihr knicken, Alter. Da bin ich auch vorher da. Was für Massaker die gemacht hat. Überall ist Blut. Ja, zwar auch normale Zivilisten gekillt. Aber ja. Peaches wusste es halt nicht besser. So. Ja, wo seid ihr Arschlöcher, hä? Ja, da hört man schon Peaches. Hey! Ihr dummen Wichser, ihr dummen. Komm her! Jawohl. Wo? Oh mein Gott, sind das viele. Geh noch so, ich hab immer in Deckung des scheiß Bäumen, wa? Ja, Vater kann mir mal schlecken. Wo? Boomer. War's das? Das war's. Okay. Ja, theoretisch war's das. Irgendwo sind hier noch angeblich Gegner. Hä? Da hinten oder was? Leck mich. Keine Ahnung. Gut. Also, Waffrad und wirf sie, ja? Peaches Leckerlis, genau. Unendlich, kann ich hier machen, was ich will. So, Boomer. Bist du dran? So. Was ist denn schon wieder? Ja, bitte wieder Stress. Peaches, gut, kommst damit. Hau ab. Hau ja ab, ich sag's dir, wie es ist. Dummer Wichser. Ja. Die braucht nicht mal leid tun. Peaches? Jawohl, leise. Da muss man die vorsichtig sein, die greift dann nicht selber an. Das ist das Gute.
Wölfe. Peaches. Jawohl. Dann hier. Kommst du? Jawohl. Ja, moin! Moin! Du Scheiße, hält der. Also, hält der Fuller, also ich schieß gegen den Baum. Geil. Ui, da denn. Abflug. Abflug. Peaches, hier bitte. Ja, wenn sie das macht, dann weiß man, okay, sie checkt, wo es hingeht oder hingehen soll. Zack. Ey, du Wichser. Was kann ich hier anfangen mit deiner scheiß Pfeile? So, haben wir es bald? Hier ist sie. Bam. Kommst du? Du kommst, wie du kommst. Richtig brav. Richtig braver Puma. Und Boomer läuft hinterher, oder vorne. Geil. Ups. Moin. Zu geil. So, we did it. Süßi. Oh, sie sind süß. Oh, ja, ja. Ah, shit. Ihr sterbt jetzt gleich. Nee, nee, nee. Ey, ihr Bastard, Alter! Aber ich kann jetzt Fähigkeit noch hier, geil. Ja, blibla, blub, würde ich mal sagen. Hier, den kannst du haben. Den kannst du haben. Den kannst du haben, du Anari. Kindgeburt. Ja. Jawohl, und Peaches macht auch einen Platz. Perfekt. Das nenne ich Teamwork. Das nenne ich falsche Waffe. Lock in die Garage, kriegen wir. Ja, gleich. So viel Zeit muss sein, dass ich die plünder. Da war noch wer. Ja, Miss Marble, alles okay. Ist alles okay. Die ganzen Wichser sind tot. Peaches ist auch schon wieder da. Also gleich mal. Die hat den hier. Bop, bop, bop. So, bitteschön. Geh mal weg von der Leiche, bitte. Okay. So. Dann hammert auch schon. Einmal auf den Ofen. Ups, einfach durchballern. Geil. Und das war's. Fertig. Easy. Wo ist denn? Es ist ja schon alles gut hier. Kannst du rauskommen? Wo ist denn? Hä? Also, sie ist schon draußen. Sie beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Mhm. Ganz ehrlich, ich hab nicht geglaubt, dass ich dich wiedersehe. Ich dachte, du wärst nicht der hellste Stern am Himmel, aber da lag ich wohl falsch. Zum Teufel! Warum behältst du die verdammte Katze nicht einfach? Ich war froh, mich die letzten Tage nicht um ihr beharrliches Verlangen nach Futter, Wasser und Aufmerksamkeit kümmern zu müssen. In Ordnung, kannst gehen, wir sind fertig. Passt, nice, thanks. Ich bin voll klein, mir kommt mir gerade vor. Komm her, Meets, jawohl. Ah, schön, jetzt hab ich Peaches. Peaches! Peaches! Ah, wait. Peaches ist ein garstiges Vieh, aber sie ist mir trotzdem noch lieber als Mabel. Ich bin nicht so der Katzenmensch, aber ihr schmeckt Peggy-Blut. Und die sehen sie erst kommen, wenn es schon zu spät ist. Nee, ich mag Peaches. Also Peaches und Boomer sind meine Hauptgefährten, deswegen habe ich sie. Deswegen wollte ich jetzt genau Peaches erst haben, bevor wir Faves Ding noch kurz zurücklassen und dann hier hinkurven. Just Black. Ja, okay. Ah, die ist sogar hier. Ich dachte, die ist bei New Dawn erst dabei. Die war hier schon. Okay. Ja, die sind nicht weit weg, passt da. Und die ist auch schon beim anderen Gebiet, oder? Gerade zur Grenze? Nee, ist sie gar nicht. Die ist sogar in der Fifth-Gebiet. Egal, aber. Well, why not? So, hier, Hubschrauber. Wie kann der überhaupt so stehen? Achso, deswegen. Ja. So, ihr könnt jetzt zu Fuß gehen, das ist nicht das Problem, oder? Peaches muss ja ein bisschen. Jetzt hat sie genug Aufmerksamkeit und vielleicht hat ihr das Abenteuer gefehlt, so. Weil die ganze Zeit in den Swing und so weiter ist auch nicht so geil. Und sie will ja,
Die will ja anscheinend Peggy's erledigen. Und mit uns kann sie das auf jeden Fall machen. Die wird eine große Hilfe sein. Da kann ich euch sagen. Deswegen wollte ich sie ja. Boomer markiert. Und Peaches kann ruhig leise sein und die ganzen Wichser ruhig von der Seite und von hinten und also wie ich es mache, erledigen. Ist Traum. Stu! Das ist halt echt. Die Mission ist halt echt. Ich dachte, die sind nur Dorn. Aber gut. Stu. Stu. Ich hätte vielleicht ein bisschen Munition mal irgendwo mal kaufen sollen. Aber scheiß drauf. Das ist ein Außenposten. Aha. Aha. Das erklärt einiges. Ja, eigentlich erklärt gar nichts, aber ja. Okay. Natürlich sehe ich den scheiß Alarm gerade hier nicht so, wie ich den sehen wollen würde. Das ist wieder geil. Ja, goddammit, geht das? Die kriege ich ja nie, oder? What the fuck, nice. Ja, so rum. Da ist eine Kuh. Ich habe nicht geschaut, wie viele Alarme sind. Also wie ist gestanden, ein Alarm noch übrig? Ich denke, ich hoffe ja. Das sind Geier, die juckt mich eh nicht. Ist aber nice. Kohle, Schnaps, ja. Oh shit. Ja, du siehst mich jetzt nicht. Ich hab keinen Bock, dass du mich siehst und dann, dass die Kacke hier am Dampfen ist, oder? Fahr einfach, ist mir egal, deine Vorräte. Ist mir jetzt so Wayne. Wie komme ich zu dem anderen Alarm? Welchen Winkel? Komm schon. Ich krieg den Scheiß. Aha, ein Vetter. Ja, Vetter. Aha. Da hinten, mein Gott. Jetzt die, weil du es so weit siehst, Kollege. Da kannst du aber einen anderen erzählen. Okay. Ui. Oh. Moin. Okay. Ich gehe einfach komplett außenrum, nur wieder in den scheiß Alarm. Das ist auch geil. Aha. Ja, komm, weißt du was? Du gehst mir jetzt auch schon auf den Nerv. Fliegst du runter? Nice. Komm schon. Von wo kriege ich den Alarm jetzt? Das ist auch einer. Ich glaube, ich spinne. Okay. Schwierig, schwierig, schwierig. Bitte lasst mich, armes Mädchen, hier raus, damit ich euch in eure verfickte Fresse treten und euch euer Kutschenkreuz in den Arsch ziehen kann. Das war mal. Ich glaube, das ist hier unsere Kollege, was wir retten müssen. Gut, passt. So, Alarm kann da knicken. Heißt, ich werde es euch so platt machen. Die Frage ist, wen, wie, wo, wann zuerst? Ah, Pain. Pain. Die sehen sich alle, mein Gott. Ah ja, sicher. Das ist wieder instant Plan. Jetzt geht er da hoch, wenn ich spinne. Da hab ich spinne. Jetzt knicken, Kollege. Oh Mann. Ah, schieben kann. Wo ist der Wichser? Ich werde ich fotze so und sie viel die Fresse gleich, Kollege. Kollegin. Oder so. Fuck. Ist mir der Sniper so gut? Ich glaub nicht. Ja.
Egal, Helm ist weg. Ja, blibla. Jawohl. Finde ich gut. Haben die sich wieder. Haben die sich beruhigt? Den auch besser. Krieg ich den Schwanz? Jawohl. Ja. Komm. Bam! Der zählt dazu zu dem Ausposten? LOL! Ja, kein Problem. LOL. Das wundert mich jetzt. Aber kein Problem. Wo bist du? Wo seid ihr? Ihr Wichser, ihr. Ja, da zählt doch jetzt nichts. Da ist noch einer. Moin Meter. Was das? Immer nicht. Wie jetzt? Wo kommst du jetzt her? Vorher war nicht so viel, da kann ja was hier sein. Ja, Kollege. Bam. So. Kein Alarm. Okay. So geht's auch. Kein Alarm ist besser als gar nichts, also komplett zu verkacken. Eieiei. Oh shit, ich ahne was. Verdammt gute Arbeit, Armhafen. Oder? Adelaide ist ein ziemlich heißes Eisen, aber sie könnte uns sicherlich nützlich sein. Ich dachte eigentlich, dass jetzt Faith irgendwie mich in ihre Welt zieht. Oder? Nee, nicht ganz. Oder irgendwie doch? I don't know. Wollt ihr nicht, die Sekte ist in der Howling-Höhle und fängt Wölfe, aus denen sie Judges machen. Dafür müssen sie gut ausgerüstet sein. Ich finde, wir sollten ihnen ihren Kram abnehmen. Nice, Tierfänger. Okay. Geil. So, warte mal. Nehmen wir dann den Scheiß. Das nehmen wir. Ich will jetzt aber eigentlich wirklich jetzt da weg von der Region. Denn ich habe jetzt keinen Bock auf Faith's Ding eigentlich. Das heißt, wie scheiße ist da auf die Missionen alle hier? Wie scheiße ist da auf das, ihr, dass wir ihr geredet haben? Also, dass wir mit ihr jetzt gleich reden? Auf das pfeifen wir jetzt auch. Dass jetzt da noch Jacobs Ding gehen kann. Ja. Kann ich hier irgendwo rein oder? So, irgendwie noch irgendwas zum Sammeln. Das ist hier alles zu. Geil. Komm her, Sahneschnittchen. Ich brauche deine Hilfe. Ja, Keule, ich weiß, du hast viel vor mit mir. Aber ich glaube mir nie nicht. Okay, das war's jetzt. Nichts mehr. Gut. Faith. Das haben wir die Erde. Tschüss, bis später. Chess Black, ja. Sarah Perkins. Nom. Warte mal. Warte, was haben wir hier denn? Was bräuchte ich denn jetzt hier? Warte mal, irgendwann mal. Ne, überhaupt. Das ist. Wo ist denn hier? Das. Soll ich mal schauen, ob ich schon den einen Raketenwerfer verkaufen kann? Ich glaube es zwar nicht. Aber mal gucken. Oh, ich kann aber verkaufen, die Scheiße. Ah, nice. War ja was. So, edit. Schaut nicht gut aus. Nee. Ah, ich hasse es, wenn es mir nicht genau gesagt wird, was ich da machen soll. Widerstandsstufen. Nee.
denke, das muss echt, nachdem ich Jacobs Ding auch geschafft habe, dann kann ich es freischalten, oder? Ich weiß es nicht, wo. Ich bin zu doof für dich. Ich bin zu doof für das zu verstehen. Sag mal so. So, zack, zack. Zack, zack. Nice. Jo. Okay. Gut. So, dann darauf pfeife ich jetzt kurz. Klatschnixen kann ich aber auch ganz recht verzichten. Ganz recht. Pain. Das ist ein Pain. Okay, dann. Ich wollte zwar eigentlich jetzt die Mission machen und dann den Part beenden und dann beim nächsten Mal halt irgendwas da machen. Aber dann machen wir jetzt zuerst noch das. Dann beende ich den Part und beim nächsten Mal machen wir dann das Baron-Sägewerk-Ding. Dann halt so. Geht auch. Ich frage mich jetzt, wie lange der Effekt noch hier ist mit dieser scheiß Blitzkacke. Ah, okay. Hat sich erledigt. Oder? Ich glaube. Nee, noch nicht ganz. Nee. Nicht wirklich. Ja. Pain. Pain in the ass. So. Da will auch jemand was mit Pepper zu tun hat. Geil. What? Wait. Okay. Machen wir so. Immer Planänderungen hier. Das ist unbelievable. Also, Kollege, dann machen wir das so, zack. Wer will jetzt schon wieder was? Da, oi, da wollte mich verkohlen. 3 Kilometer Entfernung, ey. Sniper, ich... Fick dich! Ich hab keine Munition mehr oder was, hä? Kann ich schießen? Problem. Oh, Junge. Junge. Ja. Es ist das, was ich nicht wollte, eigentlich kommt jetzt. Toll. Willkommen im Bliss. Deswegen ging jetzt gerade nichts, ja, toll. Da habe ich keine Chance, irgendwas dagegen anzukämpfen oder so. Das ist das gleiche mit John seine Bliss-Geschoss-Scheiße. Kannst nichts machen. Das war nicht geplant jetzt, dass ich das mache, aber. Okay. Ich weiß, du kennst Geschichten über mich. Dass ich lüge. Dass ich manipuliere. Dass ich den Geist der Menschen vergifte. Tja. Ich erzähle dir eine andere Geschichte. Eine wahre Geschichte. Es war einmal eine junge Frau, die von ihrer Gemeinde verstoßen worden war. Gemobbt von ihren Freunden. Missbraucht von der Familie. Sie nahm eine Nadel zu Hilfe. Sie war ganz allein. Sie wollte sterben. Und dann traf sie den Vater. Er gab ihr Hoffnung und Zuversicht. Der Vater zeigte ihr, wie besonders sie war, so voller Liebe und Leben. Er gab ihr eine neue Familie, die sie akzeptierte, so wie sie war. Danach wollte die junge Frau nicht mehr sterben. Ihr Leben hat wieder Sinn. Eines Tages brachte der Vater sie hierher. Er fragte, ob sie an ihn glaubte. Er fragte, ob sie bereit sei, für ihn zu sterben.
Die junge Frau, die jetzt wieder leben wollte, hatte Angst. Der Vater sagte ihr, dass dies ihre Prüfung sei. Er würde an sie glauben, wenn sie auch an ihn glaubte. Also schloss sie die Augen und sprang. Der Vater hielt sein Wort. Der Weg nach Eden ist offen für die, die glauben. Folge dem Pfad. Du musst glauben. Lass los. Ich gebe dir ein Ziel. Ich befreie dich. Ja, jetzt wissen wir, wie simpel es ist. Es ist ein Traum. Oh mein Gott. Fühlst du dich lebendig? Voll. Der erste Schritt ist immer der unheimlichste. Wie weit bin ich jetzt? Oh. Alle an dich. Mach die Pilgerreise. Wandle auf dem Pfad. Wir sehen uns bald. Faith, du kannst mich mal. Also, wo hast du mich doch jetzt hingebohrt? Alter, du bist so weit hingefotzt. Genau falsche Richtung, aber komplett. Ah, oh, Faith. Dann halt so. War zwar nett gemeint theoretisch, dass ich halt dann instant hier das Gefängnis befreien kann. Aber nee, danke. Nee, danke. Ich will dieses Prepper-Versteck machen. Ich will Vorteilspunkte. Ich weiß nicht genau, was für Vorteile ich jetzt noch so unbedingt dringend brauche. Aber ich. Irgendwie mehr Munition oder so wäre nicht schlecht. So. Aber ist halt auch geil. Einfach nur eine Cutscene. Weil wenn uns Sean gefangen genommen hat, war immer so eine kleine Mission. Der Faith ist einfach nur eine Cutscene. Ja, labert was, manipuliert ein bisschen. So. Fertig. Geil. Da irgendwo vorne ist wieder irgendwo ein Gegner. Oder irgendwas Gegnerhaftes. Oder Elche, warte mal. Ich bin bei euch sicher, ich habe euch sicher noch nicht. Bam, in die Fresse, Junge. Jawohl. Warte mal, wenn wir schon mal dabei sind. Ja. Elche 2, perfekt. Kollege, komm her. Wo bist du? Du bist ein Gegner, du bist ein Elch. Ja, geil. Und das und das und das auch. Oh mein Gott. Haben wir jetzt mit Snipers, ist besser. Ah, toll. Oh, Pain. Ah, damn it. Ich brauch zuerst einen Elch. Boah, der läuft wieder weit, ey. Ernsthaft? Marathon läuft für jeder was. Junge, tanz jetzt an, Kollege.
Ja, endlich. Thank you. So, und jetzt. Hier irgendwo war das. Alter, 3 Fortsatzpunkte für die Scheiße kriegt. Nice. Ein Angel. Und noch ein Angel. Mein Gott. Ja, ja. Du Halbzombie, du. Bam. So. Du kriegst einen Sniper in your Fraser. Oder eher in deinen Rücken. Obwohl, wer weiß, ob ich den anderen triff. Nee, nee, du kriegst doch einen Sniper in die Fraser. So. Gute Nacht. Junkers kursieren Geschichten über ein paar Cougars, die Leute auf den Raubtiergipfel bringen. Ihr Treffpunkt ist angeblich der Aussichtsturm. Danke. Sehr gut, Mars. Angel. Kein Angel, glaube ich. Geh halt noch schneller. Komm her. Bam. Ich dachte, ich habe ein. Okay. Und da irgendwo. Jo. Der kriegt diesen Sniper in die Fraser. Bam. Was ist hier? Wölfe, okay. Da Wölfe, Wolf, eher. Puma! Ein anderer Puma. Moin. Puma? Nee. Du nicht. Du sollst. Helf ihn an. Attack the bitch. Ja, Puma. Puma. Peaches. 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 Du hättest ihn eigentlich das Blatt machen sollen, aber okay. Okay, der ist weit weg. Komm. Scheiß auf den. Den darf ich jetzt nicht mehr. Aber den Wolf. Den mache ich platt. Aber nee. Moin! So. Passt. Bringt mir nichts. Ich kriege nicht irgendwie mehr Felder oder so raus, wenn ich die mit Pfeil und so mache. Bringt mir eh nichts. Also. Kann ich auch drauf pfeifen. Aber ich habe die Herausforderung geschafft. Nice. Wie viel? Kriege ich davon? 2. Ja. Besser als nichts. An der Rollinghöhle gibt es einen Trupp Kultisten, der Wölfe fängt. Sie haben da drin viele Ressourcen. Okay, ich habe absolut gar keinen Plan gerade, wie das hier ist. Aber werden wir gleich herausfinden. Aha, safe. Hi. Komm her. Komm her. Komm, jawohl. Was laberst du schon wieder, Mann? Oh. Ja, ihr könnt es euch denken, Illusion halt. Geh weg. Mann, die nervt. Sieht zwar gut aus, aber sie nervt. So, warte, ist auch. War das ein Elch? Was war denn das? Keine Ahnung. Okay, da hoch. Ups. Ich habe ihn noch nicht mal zugehört. Irgendwo mit Freunde, deine Freunde, bla. Ja, ich werde sie retten. Kann da. Kann es auch sicher sein. Das hilft dir da. Das hier John, Joseph und die ganzen Wichser, die entführt haben, bringt dir nichts. Den ich werde alle retten. Und Marshall werden wir auch aus deinem Griff befreien. Stimmt das hier? Ich glaube ja. Okay. Geronimo! Bam! Perfekt! Natürlich ist das war's auch voller Blitz. Man kennt nicht anders. So. Da ist irgendwas. Das sind Gegner. Das sind Enemies. Komm ich hier durch? Hä? Wie, ich komme nicht durch? Hä? Oh. Achso.
Bam! Das wollte ich eigentlich nicht, aber so geht's auch. Ja, wo läufst denn du hin? Hä? 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 Bist du bescheuert oder? Ja, wow. Da bin ich. Idiot. Held. Kein Plan wo, aber verstecken. Also kein Plan wo ich bin, aber versteckt will er sich. Auch geiler Typ. Südle. Suchgebiet, ja. Wow. Schreck mich. Bist du schon voller Bliss oder? Ja, du bist schon relativ aggressiv. Ja. Lass mal da aggressiv sein. Der ist tot. Okay. Ha? Ich das Versteck wieder am letzten Eck der Welt. Ah, hier. Ja, perfekt. Da kann man genau mit dem Hubschrauber abdüsen. Hier die Scheiße nehmen. So, hier ist nix. Bisschen erste Hilfe. Okay, voll sogar. Okay, und bam. Alles nehmen, was geht. Auch Molotow. Oder Schnaps. So ein Schnaps. Auch noch nehmen. Auch ein Schnaps. Sehr gut. Okay. Hau mal ab. Let's get the fuck out of here. Ich sehe zwar nichts, wohin, aber ja. Kriegen wir hin, nice. Okay, wo geht's dann beim nächsten Mal hin? Beim nächsten Mal, da, genau hier. Da war was. Jo. Dann würde ich sagen, ich versuche jetzt mal irgendwo zu landen, wo ich dann aufbauen kann, weil kein Bock, dass ich in der Luft dann spawnen, obwohl das wieder der nächste Fall sein, aber ja. Hier auf der Straße, ja. Dann würde ich sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. So, nochmal landen. Elf braucht man eh keinen mehr. Du kannst eh leben. Und hier will schon irgendjemand Stress. Och Leute. Was? Die getroffen oder nicht? Nice. Doppel nice. Ich habe mir gerade gedacht, wo du bist, Peaches. Aber hat sich halt angeschlichen. Den ersten Schuss habe ich getroffen mit dem Typen, das wundert mich auch. Okay. Also. Bis. Gegner. Ja. Bam! Jetzt aber. Nee, boah, da, hört doch auf jetzt. Nee, komm. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Jetzt aber.